Die Fachgruppen Gastronomie und Hotellerie der WKO Oberösterreich präsentieren die Vielfalt der heimischen Gastronomie. Gastronomie, Hotellerie, das Richtige für mich. Im Einkaufszentrum Varena in Vöcklabruck ist das Restaurant Genino. 2010 eröffnet das Familienunternehmen. Seit 4 Jahren führt die zweite Generation. Mein Berufsweg war eigentlich ein ganz anderer. Ich habe die Handelsakademie gemacht, bin dann bei der Salzburger AG gewesen, habe dann zur KTM gewechselt, habe dort die Teamleitung der Buchhaltung gehabt. Und ja, irgendwann sind meine Frau und ich eigentlich drauf gekommen, naja, irgendwer sollte halt schon weiter da. Das haben die beiden auch gemacht, leiten heute das sogenannte Genino. Kommt aus dem Italienischen, ist aber kein italienisches Wort. Das ist mehr oder weniger eine Verniedlichung und heißt nichts anderes wie klein, fein oder klein und niedlich. Am Speiseplan stehen italienische Gerichte. Wir nennen uns ja auch der geschmackvolle Süden seit Anfang an. Wir sind aber jetzt kein typischer Italiener in dem Sinn. Also natürlich haben wir Pizza auf unserer Karte und ist auch ein Aushängeschild vom Genino. Aber wir führen unter anderem auch Burger, Pasta, Salatvariationen, die Piadina, Wraps und halt saisonale und regionale Angebote, die was wir immer wieder 2-wöchentlich wechseln. Ja. Auf den Spezialteller kommt also, was es gerade gibt. Wir schauen selbst sehr auf Regionalität. Also wir haben zum Beispiel die Gerbel-Metzgerei bei uns. Da war es zum Beispiel so, der uns immer informiert über aktuelle Sachen. Zum Beispiel hat er jetzt einmal ein Wagyu-Beef gehabt. Da haben wir natürlich einen Wagyu-Burger dann angeboten. Ein junges Team serviert. Seit einem halben Jahr auch Celine. Es ist ihr Traumberuf. Der Gästekontakt ist halt super. Also das ist halt gerade hier, alle Gäste, die da sind, man kann einfach locker mit denen sprechen und ja, es sind alle super lieb. Auch es gibt zwar stressige Tage, wo die Leute ein bisschen ungeduldig sind, aber auch das, ja, das kriegt man so einfach rüber. Aber ich finde das schön, einfach mit den Leuten ein bisschen Spaß haben. Ist Not am Mann, hilft sie auch in der Küche. Hier werden Pasta, Salate und Co. zubereitet. Eines der beliebtesten Gerichte ist der Caesar Salad. Salat also mit Putenstreifen, Parmesan und Caesar Dressing.